Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dying Light. So, in der letzten Folge sind wir hier auf der Insel Haran gelandet. Und wir mussten eigentlich zu dem Boss. Hab auch gedacht, es ist der Boss hier, der hier draußen stand, aber das war er nicht. Wir müssen jetzt eigentlich woanders hin. Und wo das werden wir doch jetzt mal auf der Karte schauen. Karte ist wieder nicht verfügbar. Warum denn nicht? Okay. Dann gehen wir einfach mal hier raus. Vielleicht bekommen wir dann irgendwie eine neue Mission oder sowas. Ich bin nicht faul. Begeben Sie sich in den 13. Stock und suchen Sie nach verschollenen Überlebenden. Okay, 13. Stock. Was ist das für ein Stock jetzt hier? 19. Okay, da müssen wir runter. Das ist ja schön. Hier geht es ja gar nicht weiter. Wie komme ich hier weiter? Gibt es vielleicht noch ein Treppenhaus? Muss die Leute mal angucken hier. Okay, die sieht ziemlich krank aus. Okay. Ich denke, da vorne muss eine Art Fahrstuhl oder sowas sein. Hier sollte irgendwas sein, oder? Wie komme ich da rein? Gibt es hier was? Hier wird nichts. Okay. Okay, hier kann ich aber nichts machen. Nichts kann ich hier machen. Nichts. Was ist da los? Ich glaube, das ist seine Wohnung gewesen, oder? Ja. Okay. Wie komme ich in den 13. Stock? Begeben Sie sich in den 13. Stock. Okay, hier geht auch nichts. Das ist vielleicht ein Fahrstuhl oder so. Muss ich mit irgendjemandem reden? Zeigt man mich hier hinter dieser Tür an? Okay, hier geht aber nichts. Kann auch mit keinem reden. Oder muss ich da vielleicht von oben? Vom einen Stockwerk weiter oben rein? Dass ich mit dem Fahrstuhl unten fahren kann? Okay, hier ist 19. Gehen wir mal da hinten hin. Das könnte das die Lösung sein. Okay, haben wir es gefunden. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Okay, dann war unten eigentlich gesperrt dann. Hier sind ja einige draufgegangen. Ach du Scheiße. Okay. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert.
Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Oder? Hilfe! Bitte! Zum Geier! Ach du Scheiße. Au, wow, wow. Okay, der erste ist schon mal down. Schauen wir jetzt aber hier noch ein bisschen um. What the fuck? Da wollen wir noch nicht rausgehen. Können wir hier was aufmachen? Okay, können wir nichts aufmachen. Ah, okay, alles klar. Das ist mein Waffenmenü. Ich gehe da noch nicht raus. Hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott. Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Kümmern Sie sich um Mark. Was soll ich da machen? Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Ich glaube, du bist auch schon besessen. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Sie haben gelernt, Medikit herzustellen. Was finden Sie? Mull und Alkohol, um ein Medikit herzustellen. Okay. Schauen wir doch nochmal in den Koffer da hinten rein. Ah, okay. Metallteile. Wenn hier keiner mehr rumrennt. Nägel. Okay, das könnte Alkohol sein. Alles klar, jetzt brauchen wir nur die Mullbinde. Klebeband. Boah, ey, ich habe das Gefühl, ich komme gleich um die Ecke gesprungen. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. So, was muss ich jetzt hier machen? Medikit? Ah, okay. Es geht praktisch automatisch, wenn ich diese Zutaten praktisch habe. Okay. Alles klar. Okay, hier ist es. Thank you.
Was ist denn das? Warum hat er das Rohr jetzt nicht? Was ist denn das für ein komisches Ding da? Nee. Nimm das. Okay, wer ist verletzt? Blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Na, Gott sei Dank. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Sprechen Sie mit Harry, mit Rahim. Ja, wer ist Rahim? Er, oder was? Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Okay, das heißt, den 18. Stock wieder hoch. Vorhin offen, oder? Okay, da ist der Boss. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie komm. Gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Okay. So. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Okay, dann gehen wir nochmal in mein Zimmer. 194. Das müsste aber hier oben gewesen sein. Nee, 204. Und dann stieß Gretel die. Okay, da muss ich eins runter, oder? Yep. Da muss ich eins runter. Oder war das eins hoch? Ich weiß es nicht mehr. Nee, okay, eins runter. So, 194. 195. 194, genau. Hier ist mein Zimmer. Was machen die alle in meinem Zimmer hier? Das ist mein Penthouse. Leute. Spielerversteck. Das ist ihr Versteck. Hier können sie sich umziehen und Dinge lagern, die sie gerade nicht benötigen. Wenn sie als Überlebender höhere Ränge erreichen, erhalten sie Zugang zu neuen Outfits. Okay. So, ja, was sollen wir jetzt anziehen? Frische Kleidung einfach nur, oder wie?
Okay. Alles klar. Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Okay. Treffen Sie Rahim auf dem Dach des Turms. Okay. Ich denke mal, es ist jetzt immer noch so eine Art Tutorial. Dass ich hier die Steuerung ein bisschen kennenlerne und so weiter. Wow. Ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Drücken Sie R1, um zu springen. Sie benötigen die Sprung des R1, um vertikale Bewegungen. Schauen Sie eine Kante an und halten Sie die Sprungtaste R1 gedrückt, um sie zu greifen. Sie können diese Aktion während des Gehens, Laufens, Springens oder Fallens durchführen. Okay. Okay. Du solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Ach du Scheiße. Fall dir doch runter, Mage. Kann ich hier runterfallen? Hey. Der tut ja weh. Okay. Gib meine Energie wieder alleine hoch. Nach einer gewissen Zeit. Bitte geh hoch. Bitte geh hoch. Bitte. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay. Jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Du bist drauf reingefallen. Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Spring doch nicht runter, ist ja bekloppt. Oh Mann, oh Mann. Okay, ich hab 100. Springen Sie. Ich soll jetzt hier wirklich runterspringen? Scheiße! Scheiße! Okay, alles von Müllsäcke. Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern. Also, je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Okay. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Ja, muss mal gucken, wie lang muss ich hier, Mage, Digga. Nicht schlecht! Für Neuling! Bitte? Hoch, runter, was, wie bitte? Okay. Wo muss ich denn hin hier? Hier hoch oder was? Ne, ich bin falsch.
Hä, er sagt mir hier lang. Ach so, ich muss da hoch. Er sagt es doch. Okay. Also gut, rauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz. Ja, wir sind gucken hier, das ist ein Wahnsinn. Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Schauen Sie die Nähe der Pünktlichen Vorsprung mit Ehre an und halten Sie L und die 1 gedrückt, um dorthin zu springen. Okay. Gut gemacht. Okay, Zeit für den richtigen Test. Oh. Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Kommen wir auch nicht hoch. Dann können wir nicht hoch. Ach, ich muss darauf, oder? Ja, wir werden rüber. Nein! Was macht ihr denn? Kompletter Bewegungslegastheniker. Okay. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wo wollen wir jetzt hier hin? Hoch. Das habe ich genau gewusst, dass es jetzt kommt. Train? Sag doch was! Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Oh Scheiße! Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Wo ist er denn? Okay, da ist er. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge an, wie es dann bei der Krankenschwester weitergeht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen.
wie ihr lustig seid. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich hier unterstützt in dem Projekt. Dann können wir das auch auf jeden Fall mal eine Zeit lang weitermachen. So, aber bis dahin würde ich sagen, schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.